Ja. Hey. Ja, ich habe ein paar Tage hier mal Ruhe gebraucht. Und war auch sehr angenehm, finde ich. Viele, die mich auch kennen, wissen, dass jeder Mensch etwas Ruhe braucht. Und ja, ich kann nicht das tun, was ich nicht tun könnte. Und mir ist auch wirklich bewusst, und das sage ich als Mensch der Ehrlichkeit viel besser, dass wenn man zu viel geärgert wird, dass das irgendwann einmal ein schlechtes Bild nach sich zieht. Und was hilft dagegen? Gar nichts. Menschen aus dem Weg zu gehen und das Ganze. Ja, was soll ich halt noch heute dazu sagen? Besser wohl nichts. Und es ist mir im Grunde genommen wirklich auch egal, was los ist und so. Aber ich lasse mich definitiv nicht von irgendjemanden unterkriegen, egal wer das ist. Und sogar mein eigener Eiskasten sagt schon, bleib locker, bleib locker. Die haut dir nichts vom Hocker. Und bevor ich das Land der Träume einblicke, muss ich noch zusätzlich erwähnen, es gibt Menschen, die können mich ausstehen, es gibt Menschen, die können mich nicht ausstehen. Und es ist mir im Grunde genommen egal, aber ein Recht auf Freundlichkeit habe ich immer. Da ist es jetzt egal, ob ich jetzt 38 bin, 39 bin oder 40. Ich persönlich habe das Recht, mit Würde und Freundlichkeit respektiert zu werden. Und ja, wenn das mal alles fertig ist, dann kann ich nur noch darauf sagen, ihr seid die Geilsten, die Besten und so weiter. Und ich habe ja schon ein Mittel dagegen, wenn mir etwas zu viel ist, nämlich Kopfhörer hier, hier. Und dann höre ich Musik. Aber für mich ist halt immer das Beste, wegzufahren, weil wenn man jetzt außerhalb von Wien ist, dann fühlt man sich gleich wirklich viel, viel besser. Es ist ja nicht so, dass ich Menschen in Wien meiden möchte, aber man kann auch gewisse Dinge nachvollziehen oder auch nicht. Und ich kann es definitiv nicht nachvollziehen, warum man hier Sachen macht oder auch tut, die nicht gut sind. Jeder Mensch ist eigen, ich weiß, aber trotzdem finde ich es nicht korrekt,
dass die meisten Menschen auch keine Ruhe haben. Ich für meinen Teil, wenn ich Ruhe brauche, ich suche das weiter, weil dann ist mir persönlich auch damit geholfen. Aber ja, wie auch zuvor und auch immer, ich kann definitiv die Menschen verstehen. Und jeder Mensch, der seine Ruhe möchte von anderen, ist der Ausweg, aus dem Weg zu gehen. Und in diesem Sinne werde ich jetzt mich von euch live-mäßig verabschieden, wünsche euch allen noch einen Resttag und ja, mir geht's gut, wenn ihr das unbedingt wissen wollt. Aber ich möchte halt nur sagen, es gibt Menschen, denen es nicht gut geht, es gibt Menschen, denen es halb gut geht und es gibt Menschen, denen es ganz gut geht. Und somit ist jetzt auch mein Live beendet. Wie immer, auf FB könnt ihr das Video 30 Tage lang anschauen. Und auf meinem YouTube-Kanal natürlich könnt ihr euch das anschauen, so oft ihr möchtet. Aber jetzt ist endlich dann auch mal Feierabend hier. Ich bedanke mich ja auch auf jeden Fall für euer Engagement, eure Freundlichkeit. Und egal wer wir sind und egal was wir tun, jeder Mensch hat es verdient, respektiert zu werden. Und wenn die Leute die Freundlichkeit eines Niederösterreichers nicht verstehen können, dann kann ich den Menschen sowie den Damen in Wien eigentlich nicht mehr helfen. Und ja, ich bin jetzt deswegen live gekommen, weil es hier ein Kapitel der Sendung spielt, die von 1930 ist. Ja, in dem Sinne, Kopf hoch, Daumen hoch, alles ist gut. Tschüss.